Hallo, Cindy. Ich bin der Architekt. Sie haben viele Fragen. Ich beobachte Sie schon seit langem. Oh ja, das sehe ich. Aber welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Kornkreisen und dem Video? Die Antwort ist einfach. Sie sind die Eventualität einer Anomalie. Drakonisch suchen Sie nach einer sedulanten Wahrscheinlichkeit. Sedulant? Ich, Grotesk? Nein. Wie wär's mit kontingent affirmativ? Ja, das muss irgendwas bedeuten. Hey! Hey! Sie haben Kameras in meinem Badezimmer installiert? Oh, das gibt's doch! Was ist das? Oh Gott, das war ein sehr langer, kalter Winter. Das ist eine Verletzung meiner Au! Entschuldigung. Ich kann nichts dafür. Ich bin hier sehr allein. Ergo war ich schon verdammt lange mit gar keinem mehr zusammen. Mich selbst nicht mitgezählt. Oder diesen Sessel. Ich nenne sie Linda. Könnten Sie endlich zur Sache kommen? Ich hab's eilig. Wieso? Sie können hier gerne übernachten, wenn Sie wollen. Linda wurde für zwei entwickelt. Und sie vibriert. Aufhören! Erzählen Sie mir etwas von diesem Mädchen. Wer ist sie? Okay, okay. Meine Frau und ich wollten ein Kind haben, aber sie konnte nicht schwanger werden. Und ich auch nicht. Also haben Sie eins adoptiert? Wir haben unsere Tochter geliebt, aber sie war böse. Sie machte die Pferde verrückt, tötete unsere Welpen, versteckte die Fernbedienung. Echt kranker Scheiß. Meine Frau hat sie dann auf unserer alten Farm im Brunnen ertränkt. Ich war der Ansicht, Stubenarrest wäre vollkommen ausreichend gewesen. Aber Tabitha hat ihr böses Wesen auf ein Video gebannt. Es sollte nie in Umlauf gelangen, aber... Aber was? Ich habe es in die falsche Hülle gepackt und in die Videothek zurückgebracht, anstelle meiner Kopie von Putiteng. Seitdem kursiert dieses Video und tötet Menschen. Genau wie Putiteng. Aber was hat das mit den Außerirdischen zu tun? Keine Ahnung. Womöglich hat Tabitha sie gerufen, damit sie uns alle töten. Eine Alien-Invasion? Ich muss die Welt warnen. Wir kommen zu spät. Es hat schon begonnen. Oh mein Gott. Aber es ist noch nicht zu spät, einen alten Mann zu beglücken. Oh. Was? Was? Was?